Herzlich willkommen zur Deutschen Schatzsuchermeisterschaft 2024 in Oosburg-Rheinsfeld. Hier spricht der Anwalt Markus Menzendorf über Schatzsuche. Kannst du das Mikrofon so ein bisschen? Genau. Ja, näher dran. Perfekt, genau. Oh Gott, muss mich dran gewöhnen. Bin dann also auch in Berührung mit den letzten deutschen antiken Kunsthändlern gekommen, die also noch bis vor der Gesetzesänderung geschäftlich erfolgreich waren. Inzwischen gibt es nur noch einen antiken Händler in Frankfurt, in Deutschland, der mein Mandant ist, der ist in Süddeutschland, in Freiburg. Alle anderen haben sie entweder tot oder haben das Geschäft verkauft, weil der Handel mit Antiken ist in Deutschland zugegeben. Jetzt Euro, der meinte, das wäre Raubgut aus einem phrygischen Fürstengrab, dessen Gesamtwert im dreistelligen Millionenbereich gelegen hätte. Und die Republik Türkei hat sich dann beehrt, meinen Mandanten vor dem Landgericht Frankfurt zu verklagen, diese wertvollen Omphalos-Schalen zurückzugeben. Es ist gescheitert. Das Oberlandesgericht hat ein Urteil geschrieben, dass die Republik Türkei nicht beweisen konnte, ob das überhaupt jemals in der Türkei erworben worden ist, ob das überhaupt ein Fürstengrab war oder überhaupt. Die Dinger, die waren, das eine war grün patiniert und das andere war braun patiniert. Das grün patinierte war glatt, das braun patinierte war bröselig. Also ich meine, da muss man kein Sonnenschildfreak sein, um zu wissen, dass das nicht aus einem Fund kommt. Ja. Ganz egal. Dann hat dieser Mann gesagt, wenn ich nochmal es wage, einen türkischen Gegenstand, der in die Türkei zurückgehört, einzubehalten, dann würde er mich und meinen Mandanten auf 15 Millionen Euro Schadensersatz verklagen. Wie ihr seht, habe ich die Sache überlebt. Ich habe nicht bezahlt. Die Gerichte haben gesagt, vielleicht 2000 Euro sind die Sachen wert. Und dieser Müller Kabe hat dann später, das war auch ein starkes Stück, einen keltischen Goldarmreif, der erwiesenermaßen mit Handelsdokumenten 1940. Beruflich Vermesser, ja, also ursprünglich habe ich mal Vermessung gelernt, habe also die Nummern 285 bis 295, glaube ich, war da an der Kasse, wer noch nicht war, geht bitte nochmal an die Kasse 285 bis 295. Die Startnummern, da gibt es was noch zu klären ist, bitte an die Kasse gehen. Gut, wie gesagt, mittlerweile 3 Minuten geht's los hier mit David. Ich sag gleich nochmal Bescheid. Bei dir war der Hammer. Also ich habe ja hier auch schon Vorträge gehalten, das ist aber schon ein paar Jahre her. Okay. Bei mir waren 3 oder 4, haben sich da hingehockt. So. Okay. Ja. Also ich war ja wirklich begeistert von diesem. Was jetzt in Bayern so die Regelung ist, was aus den guten Ansätzen geworden ist und wie man das vielleicht noch weiterentwickeln könnte. Und dafür herzlich willkommen, David. Herzlichen Dank. Dann komme ich nämlich auch gleich zu meiner, sagen wir mal, Inhaltsfolie. Da sieht man, dann kann man auch noch mehr drauf eingehen, über was ich heute berichte. Also wie gesagt, heute nochmal der Vortrag, nein, zum Schatzregal, aber in einer anderen Version, weil wir jetzt um einiges weiter sind in der Zeit. Kommen wir gleich zur nächsten Folie. Also es geht ja hauptsächlich darum, ja zum bürgernahen Denkmalschutz. Also nicht um jetzt einfach nur etwas zu sagen, nein, das wollen wir nicht, das wollen wir blockieren, sondern wir wollen eine konstruktive Lösung haben. Genau, und das ist so, wie gesagt, die erste Folie, da werde ich mich da mal vorstellen. Dann gibt es eine Klarstellung zum Schatzregal, also wie wir das sehen. Dann einfach mehr zur Motivation, warum in England und in Dänemark die Motivation zur Fundmeldung einfach so hoch ist.
dann einfach noch ein bisschen mehr zum Thresher und zum Pass-System einfach in England und Wales. Und dann zurück nach Bayern, wie man da eben mit Sondengängern in der Vergangenheit umgegangen ist und umgeht, um zu verstehen, warum sozusagen wir jetzt da einfach noch eine Änderung wollen und mit der jetzigen Situation nicht zufrieden sind. Dann eben nochmal ein paar Beispiele zur Zusammenarbeit, wie es eben in Bayern läuft oder halt nicht läuft. www.dsu-online.de Thank you.
Stahl und Stein, weht ein einsamer Wind. Gebrochene Helden, vergessene Macht, sie flüstern Geschichten in die endlose Nacht. Nimmermehr. In der Stille schwebt ein Schrei. Wir sind die Echos in verlorener Stadt. Träumen sie so weit. Sie spüren keine Furcht mehr. Sie spüren keinen Streit. Yeah.
Bestimmung war, durch Nebel und durch Schmerz, geleitet von des Schicksals Herz. Erhebt das Banner, Zeit wird neu, bricht die Ketten, die Helden treu. Dies wird zu Sklavinon, lass du mir frei. Nun wird verwagen, der Schilder wird sein. Du Legenden sterben nie. Legenden sterben nie. Denn Legenden sterben nie. Legenden sterben frei. Ich wollte das hier auch backen. Ich muss hier gerade.